Die Idee wurde in der Not geboren, der Andrang war überwältigend. Die Waldstadt Eberswalde hilft der Waldstadt Tharandt. Kurzfristig starteten Eberswalder Unternehmer eine Hilfsaktion für den von der Flut verwüsteten Ort an der Weißeritz. Klassik im Grünen, ein Benefizkonzert im Forstbotanischen Garten. Hier unter den hochgewachsenen Bäumen lauschten die Gäste dem brandenburgischen Konzertorchester. Gott, wie doch beschieden, eine wahrhaftigste Tharandt während der Flut. Es sind unglaubliche Bilder, für alle Ewigkeit festgehalten. Die sonst so friedliche Weißeritz hat hart zugeschlagen. 5 Wohnhäuser riss der wilde Fluss mit sich. Die Bewohner standen teilweise fassungslos an den sicheren Hängen und mussten zusehen, wie das Hab und Gut davonschwimmt. In der Nacht vom 12. zum 13. August kam die Flut unangekündigt. 95 Millionen Euro Schaden hinterließ das Wasser allein in Tharandt. Die Menschen brauchen Hilfe, Eberswalder wollen helfen. Ja, die Reaktion war schon zuerst von den Mitarbeitern und auch von uns Betroffenheit. Und wir haben uns überlegt, was können wir tun? Und die ersten Ideen waren schon, Sachspenden zu sammeln. Aber bei den Kontakten, die wir dann doch hatten in das Gebiet, hat sich herausgestellt, die Leute brauchen Geld. Und nicht etwa eine dritte Bettwäsche, die eh irgendwo liegt oder irgendwas anderes. Eineinhalb Stunden dauerte das Konzert unter freiem Himmel. Anschließend ging es in das benachbarte Gewächshaus. Im Eintrittspreis von 30 Euro war ein Buffet inklusive. 8.600 Euro brachte das Benefizkonzert ein. Geld, das der Bürgermeister von Tharandt, Hagen Sommer, sofort an die Betroffenen weitergeben will. Die Initiatoren des Benefizkonzerts, mittelständische Unternehmer aus Eberswalde, sind mit dem Ergebnis zufrieden. Ich denke ja. Es waren etwa 150 Gäste da, die alle sehr aufmerksam zugehört haben und ich war auch sehr beeindruckt. Alle, die wir angesprochen haben und die jetzt auch spontan die Bereitschaft gezeigt haben, größere Summen zu spenden, sind eigentlich davon ausgegangen, dass der normale Spendenfluss mitunter untergeht, ja? Dass die Spende nicht direkt ankommt und den Wunsch hatten ja alle. Ne? Und wenn man also weiß, wo das gespendete Geld fließt in die richtigen Wege, dann ist man bereit, auch vielleicht etwas mehr zu geben. Die Situation in Tharandt hat sich wieder einigermaßen normalisiert. Der große Schock ist vorbei. Die Menschen haben begonnen, die Schäden zu beseitigen. Hilfe kommt aus ganz Deutschland. Bürgermeister Hagen Sommer ist von dieser Solidarität beeindruckt. Also ähnlich der Flutwelle ist nachdem eine Welle der Solidarität eingetreten. Das hätten wir eigentlich nicht erwartet. Aus ganz Deutschland wurden uns Hilfen angeboten. Finanzieller und auch materieller Art und tagtäglich waren viele Helfer vor Ort. Für den Bürgermeister aus Tharandt war es nicht der letzte Besuch in Eberswalde. Er will wiederkommen, hat er versprochen, und die Partnerschaft pflegen. Auch das Klassikkonzert im Forstbotanischen Garten soll kein einmaliges Erlebnis bleiben. Die Musik im Grünen hat sich bewährt.